So, hallöchen meine lieben Freunde, ich sage mal jetzt Gesio, peace euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich, wie ihr schon auf dem Bild sehen könnt, zu Slenderman's Shadows. Ich habe mir auch mal wieder die aktuellste Version mal wieder gezogen hier, jetzt können wir nämlich hier bei Highscores sehen, wie viele Pages bzw. was mein Rekord ist. Das ist natürlich alles noch auf Null gesetzt, weil ich mir halt die neueste, aktuellste Version geholt habe, aber soll ja keinem stören. Wie gesagt, ich werde jetzt eh randomly immer neue Maps zocken, jeden zweiten bis dritten Tag und so. Prison! Habe ich jetzt richtig geklickt? Ich hoffe. Also ich hoffe es jetzt gerade, ne, dass ich jetzt richtig geklickt habe. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Ah, alles klar, ich habe richtig geklickt. Gut. Ja, ich bin jetzt gerade nochmal an den Einstellungen am Fixen, also nicht wundern, wenn ihr jetzt hier nicht so viele FPS jetzt gerade seht. Ich bin da momentan ein bisschen am Fixen noch mit den Grafiktreibern und den ganzen Scheiß, damit ich hier wenigstens auch auf Very High spielen kann. Momentan spiele ich ja auf High oder auf der zweitgrößten Schwierigkeitsstufe. Und ja, deshalb würde ich euch jetzt schon mal sagen, erwartet jetzt nicht die höchste FPS-Anzahl. Wie gesagt, das ist, ich bin halt am Rumprobieren, bin halt ein Probiermensch und ich dachte jetzt, ich kann das Rohr mitnehmen. Wieso muss ich denn hier auf einmal Seiten sammeln? Muss man doch noch nie Seiten sammeln. Oder muss man hier schon mal Seiten sammeln? Darf ich hier rennen? Ich habe hier irgendwie das Verlangen zu rennen. Boah, an die Stelle hasse ich noch, ey. Das war mein allererstes Prison Let's Play. Und da stand der genau da gerade, ey. Boah, hatte ich mich so weggeschrien, ne? Aber so an den Maps selber hat sich doch jetzt selber nichts geändert, oder? Ist ja eigentlich immer noch gleich aufgebaut. Nur die Texturen haben sich halt, denke ich mal, verändert, oder? Wie gesagt, das ist jetzt die Version 1.3 und, ja, da wurde halt viel gefixt, sage ich jetzt mal. Auch jetzt an den Einstellungen her nochmal ein paar Bugs wurden behoben und ich glaube, ich laufe sofort mal hier entlang. Ist hier eine Seite? Nö. Weil da hinten nämlich die scheißen Sackgassis, die kennt ihr sicherlich aus meinen Slender Let's Plays. Aus Slender Prison speziell und, hä? Was? Scheiße, wo war das nochmal? War das jetzt einfach hier geradeaus oder was? Ja, da war die verfickte Scheiß-Sackgasse, meine lieben Freunde. Kennt ihr die noch? Prison ist das bekannteste Video übrigens auf meinem Channel. Für die Leute, die es interessiert. Also wirklich das bekannteste, bekannteste. Genau, hier stand er nämlich auch schon, ey, boah, da habe ich mich so weggeschrien, ne, wo ich die Fotos hier einsammeln musste. Das ging echt mal gar nicht, meine lieben Freunde. Ich hier im Prison. Gefangen. Im Gefängnis. Boah, meine Haare sehen total scheiße aus auf dem Webcam-Bild, sehe ich gerade. Oh, der atmet sogar. Er ist männlich. Scheiße, boah, habe ich mir jetzt gerade die Arschbacken zusammengekniffen, ne? Alter Vater. Alter Vater. Bin auch gerade nach Hause gekommen. Und so, nach der Schule direkt. Ich dachte einfach mal aufnehmen. Ist ja mal ganz cool. Mann, ey, boah, alter Slender. Das war jetzt gerade fies. Prison war schon immer so eine Map, die ich übelst gehasst habe. Genau deswegen. Genau verfickt nochmal deswegen. Wisst ihr, was ich meine? Total scheiße, ne? Aber ich laufe jetzt gerade aus. Ich schaue nicht nach links oder rechts. Weil ich genau weiß, dass Slenderman da irgendwo steht. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ob der auch noch in Wänden ist. Da stand auf jeden Fall, dass da ein paar Bugs gefixt wurden. Nein, da gehe ich nicht lang. War ich hier schon? Ich weiß sowas nie, meine lieben Freunde. Nein, das war nur ein Scheißbett. Alter Vater, das war nur ein verficktes Bett, wo ich mich jetzt gerade erschrocken habe, Mann. Das ist die Leiter, wo man escapen muss, falls ich dann überhaupt mal alle Seiten finde. Was da eigentlich ziemlich unwahrscheinlich eher ist. Wann finde ich denn mal alle Seiten in meinem Slender Let's Play? Ihr könnt ja mal übrigens in den Kommentaren Wetten abschließen, wann ich denn mal alle Seiten finde. Würde mich mal interessieren, ob ihr mir... Nein! Alter, verarschst du mich jetzt? Verarschst du mich jetzt? Danke! Ich dachte, der wollte mich jetzt hier glatt verarschen und macht einfach das scheiß Licht aus. Oh, fuck. Der steht doch hier bestimmt gleich irgendwo. Wir überleben ziemlich lange. Ich schaue jetzt gerade auf die Zeit, weil ich habe ja jetzt mal da das Webcam-Bild mitlaufen. 4 Minuten, Mann. Alter, das ist ein neuer Rekord, glaube ich, oder?
gerade ehrlich gesagt ziemlich nervös. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Besonders wenn nichts passiert, meine lieben Freunde. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas derbst. Okay, ich renne mal wieder ein bisschen zur Abwechslung. Im alten Slender Prison war das ja so, wenn man gerannt ist, dass der Slenderman einen schneller findet. Und wir haben immer noch ein Foto erst. Oh fuck, da ist gerade gerauscht. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt da gestanden hat. Sammel den Scheiß ein, Mann. Prison war übrigens auch die erste Map, wo diese Rauscher mit eingebaut wurden. Deshalb hat das ehrlich gesagt auch so einen schönen Erinnerungswert hier, muss ich auch schon sagen. Und jetzt fängt es auch mehr an zu laggen. Jetzt fängt es auch mehr an zu laggen. Das heißt, Slenderman wird aggro. Boah, Alter, da stand nur eine verfickte Leiter. Also wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt nicht so viele FPS hier habe. Das tut mir echt leid. Das wird auch noch gefixt, keine Sorge. Ich habe ja so einen guten PC. Nur wenn man 1000 andere Sachen hier drauf hat, am Laufen und Aufnehmen, da ist es echt kacke. Oh, ja, ich kotze mich hier aus, ja, weil ich jetzt gerade schon wieder derbs aggressiv bin, Mann. Alter, wir überleben aber ziemlich lange, merke ich gerade, ne? Ist das gut? Nein, Slender, da stehst du jetzt nicht. Danke sehr. Ja, ich habe so Lust, Slenderman aufzunehmen. Ich habe so sehr Lust, Slenderman aufzunehmen. Jetzt wird das gerade ziemlich gruselig. Ich sehe schon, ich überlebe ziemlich lange. Ja, jetzt hör auf zu schnaufen, du scheiß Wichser. Slender, bitte hör auf. Slender, ich habe noch nichts getan. Also mir blieb schon, ehrlich gesagt, die Puste weg, ne? Das war doch schon wieder so eine komische Stimmungsschwankung. Nein, ich spiele jetzt noch eine Runde. Komm, mach. Geht doch. Also da merkt ihr sicherlich schon wieder diese Stimmungsschwankungen an mir. Das ist immer so, wenn ich mich ins Spiel ziemlich rein zerfresse, dann rede ich ziemlich wenig. Und das ist dann genauso bei diesen Slenderman-Spielen ja auch immer so eine Sache. Ich hasse das. Entweder ich fange irgendwie an zu trällern irgendwas. Von wegen, ich bin der Slenderman, ihr kennt den ganzen Kack halt. Oder ich bin total still und kneife mir gerade die Arschbacken zusammen. Weil versucht mal gleichzeitig die Arschbacken zusammen zu kneifen und zu reden. Das ist echt schwer. Ist es wirklich. Probiert das einfach mal. Ne? Probiert das. Sofort. Boah, vor allen Dingen. Ich bin mal einmal ganz kurz still. Hört ihr das? Wie ruhig das auch am Anfang einfach ist, ne? Ohne Musik und so. Boah, das ist. Das finde ich jetzt gerade echt krass gruselig. Dass jetzt gerade kein anderer Ton außer meine Schritte zu hören sind. Das ist echt krass gerade. Da kommt mir jetzt gerade wirklich wieder Gänsehaut über den Rücken und Nacken. Das ist schon echt krass, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich nachvollziehen könnt, weil im Spielgeschehen drinne zu sein, ist immer noch ein anderes Gefühl, als es jetzt, ja. Ach du Scheiße. Es ist immer noch eine andere Sache, als es jetzt gerade selber nur zuzugucken. Wie gesagt, das ist immer eine andere Sache, sowas wirklich selber zu spielen. Das scheißt euch echt in die Hose, meine lieben Freunde. Mein Gott. Ich will hier nicht weiter überleben, ey. Vor allem, ich frage mich, wozu diese scheiß Türen sind. Und wir sind hier immer noch gefangen. In dem werten Gefängnis. Wir versuchen hier zu fliehen. Wir schaffen es bisher noch gar nicht. Die ganzen Gefängniswärter, die Sträflinge, andere Zeugsviecher wurden schon getötet vom Slenderman. Er ist unberechenbar, wenn es um Leichen geht. Ihm ist es egal, wie viele dran glauben müssen. Ihm ist es egal, ob ihr der Nächste seid, der dran glauben muss. Ihm ist es egal, ob ihr ins Gras beißt. Ihm ist es egal, wie ihr sterbt. Er zerfleischt euch, vergewaltigt euch oder jagt euch einfach nur einen Schrecken ein. Und ich dachte gerade schon wieder, die Leiter wäre das. Ich versuche hier verzweifelt rauszukommen.
Jeder Weg ist kein leichter hier. Es wird immer schwieriger hier, sich hier zurechtzufinden. Immer weitere Gassen, Zelleneingänge und Toiletten. Du stehst da bestimmt. Oder auch nicht. Ich bin total erschöpft. Ich habe gerade mal 3 Seiten gefunden, die ich aus diesem Wirrwarr-Gefängnis herausbringen kann. Er kam bisher jetzt noch kein einziges Mal. Er lauert genau hinter mir. Aber ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich einfach nicht umdrehen. Ob es aus Angst ist? Ich weiß es nicht. Ich laufe ständig nur im Kreis, weil ich Angst habe, ihm in die Augen zu schauen. Ich habe eine Locke im Gesicht, die mich total aufregt. Ziemlich scheiße Angst, ey, ganz im Ernst. Allein dieser lange Gang hier, ey. Das, oh, fuck, hallo. Ich weiß nicht, das war irgendwie eine ziemlich... Ich dachte, du wärst tot und du atmest noch im Hintergrund. Mein Gott, gefällt euch eigentlich sowas, wenn ich irgendwie sowas versuche, irgendwas zu erzählen? So, Logbucheintrag 348. Ich habe Adolf Hitler gefunden. Nein, irgendwie sowas. Gefällt euch das? Keine Ahnung. Ich habe das jetzt gerade einfach mal ausprobiert und ich habe mich, glaube ich, gerade wieder zu sehr ins Spiel reingefressen. Vielleicht merkt ihr das ab und zu auch mal, dass, wenn ich dann auch, wie gesagt, zu wenig rede, das ist den meisten Zuschauern auch schon eingefallen. Normalerweise rede ich ja jetzt zum Beispiel wie jetzt total schnell und abgedreht und sonst was. Und wenn ich dann im Spielgeschehen bin, bei Horrorspielen, wo ich mich reingefressen habe, dann bin ich eher ruhig und versuche irgendwie wenigstens viel zu labern. Aber es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wie gesagt, wenn, ist auch scheißegal. Wie gesagt, das war ja erstmal Prison! Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ihr findet dort oben links in der Ecke eine Anmerkung, wo ihr draufklicken könnt zu mehr Slender Let's Plays. Dort habe ich eine Playlist mit allen Slender Let's Plays. Und ja, wie gesagt, morgen kommt dann natürlich Amnesia und dann in meinem Wechsel, denke ich mal, Slender Amnesia mal doppelt Amnesia. Ich weiß es noch nicht, wie ich das regel. Einfach mal gucken. Wie gesagt, jetzt kommt nochmal Carnival und Christmas Special. Die werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal zocken. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wann die verschiedenen Schwierigkeitsgrade rauskommen. Und ja... Da will ich einfach mal sagen, das war's mit Slender Prison. Wie gesagt, wenn es euch gefallen... Nein, das lassen wir. Ich sag mal, es ist jo, wie so ein reingehauen. Und der Gedanke hat